kann noch was trinken. Ich krieg auch diese Dinge aus dem Kopf. Hört euch mal Take Me Home von Jess Glynn an. Alter. Also, ich finde den Song wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Und wer Rock mag, Rise Against. Ihr müsst wissen, ich bin eigentlich nur arbeiten, mache Prüfungsvorbereitungen und bin dabei, unser Line-Array zu planen. Weshalb dieses Video völlig Freestyle entsteht. Also komplett ohne Skript, ohne Konzept. Ich würde sagen, ich sag erstmal Hallo. Ja, moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe doch geschafft, Hallo zu sagen, Mensch, das ist doch geil. Ja, es werden so bis zur Messe mehr so eine Videos kommen, nicht irgendwelche Tests und Checks, die ich lange nicht mehr gemacht habe, eben wegen der Prüfungsvorbereitung und so weiter und so fort, die ich nämlich jetzt demnächst habe. Theoretische Praxis, also das praktische Projekt habe ich dann, Dokumentation muss ich alles machen. Viel Aufwand, viel Line-Array-Planung und deswegen, und Drehbuch schreibe ich auch noch, wenig Zeit und ich mache irgendwie viel zu viel gleichzeitig. Dann noch die TNT-Show und es hört nicht auf. Ein Abonnent hat mir bei Instagram geschrieben, also hat auf die Story reagiert und meinte, eigentlich könntest du ja theoretisch auch eine neue Serie anfangen, von wegen Nico empfiehlt Veranstaltung oder weil ich ja sowieso ein React-Video machen wollte über Handbester. Ich war nämlich im Zirkus Flick Flack, fand, Alter, geile Show, fantastische Show. Und deswegen machen wir eine neue Rubrik, ich weiß aber nicht, wie ich die nenne, wahrscheinlich irgendwie Nico empfiehlt VAs oder Gigs oder keine Ahnung, werdet ihr dann in der Überschrift gesehen haben. Also ihr merkt, diese Idee ist komplett frisch und ich dachte mir, warum denn groß planen? Mach's doch einfach. Genau das werde ich heute tun. Und nebenbei ganz am Ende auch noch ein bisschen von unserem Line-Array-Projekt berichten. Aber das ist wirklich jetzt nicht wichtig für dieses Video. Wir fangen an mit meiner Ansicht zum Zirkus Flick Flack. Es fing damit an, dass dass welche Gutscheine dafür hatten, weil ich habe eine Bekannte, die ist da jetzt zum vierten Mal gewesen. Und man bekommt beim Rausgehen einen Gutschein, dass man zwei Karten zum Preis von einer bekommt. Und dann habe ich ja schon Plakate gesehen in Berlin, da hing schon zum Beispiel drauf, Flick Flack. Wir hatten schon 94.000 Besucher, fehlen uns noch 3,4 Millionen, also auch ein lustiges Gimmick auf jeden Fall bei. Auch die Ansage am Anfang im Zirkus, von wegen, ihr dürft Fotos machen, bitte aber keinen Blitz. Und wer einen Blitz anmacht, der wird mit Helene Fischer bestraft. Das fand ich doch sehr schnucklig. Und ja, ich war eher skeptisch. Dachte ich mir so, Zirkus, ja, das ist ja immer mehr so was für Kinder und keine Ahnung. Aber dann hast du das Plakat gesehen, wo schon eine Todeskugel drauf war. Ich habe mir so, das kann ja kein normaler Zirkus sein. Und vor allem auch ein Zirkus ohne Tiere, wo ich ja schon mal mega dafür bin. Viel Akrobatik, ich habe mir trotzdem gedacht, ja, Zirkus ist ja, naja, machst es mal, gehst du mal mit. Und ich kam dann mit so einem Augen raus, ey, es war unfassbar. Also ich glaube, lange, seit Jahren eine der besten Shows, die ich je live gesehen habe. Was sehr schwer ist, ist eine Show zu machen, wo einem nicht langweilig wird. Also mir war nicht eine Sekunde langweilig, es war alles perfekt strukturiert, ja, also von wegen, da war mitten auf der Mainstage gerade was, ja, und sobald das vorbei war, ging wirklich ein Fade, sag ich mal, in diese Knastkulisse. Ich will nicht zu viel spoilern, sollt selber da hingehen und das erleben. Und dann ist da was passiert. Und während dort etwas vorgefallen ist, haben die unten schon das Neue aufgebaut. Aber das ist so, sag ich mal, ja, so unauffällig passiert, dass man sich gar nicht darauf konzentriert, also man hat sich auf das konzentriert, was gerade im Fokus steht. Und sonst guckt man ja mal, hey, was bauen die jetzt auf und so weiter. Ist gar nicht der Fall. Und ich finde, diese Strukturierung und diese Aufmachung des Ganzen, also das heißt ja Höchststrafe, also es geht ja wirklich um Knastis, um Gefängnis und so weiter. Und das mit Akrobatik, Comedy und auch Stuntshow zu verbinden, das ist eine geile Idee und das haben sie super gut umgesetzt. Natürlich ist so eine Show nicht ganz ohne Unfälle und leider sind da auch schon welche fast passiert. Trotzdem machen sie weiter und ich finde es echt heftig, dass da heftige Stunts gemacht werden ohne Sicherung. Aber an sich finde ich dieses Konzept krass gut. Gönnt es euch noch. Wirklich, also in Berlin bis 19.02. gibt es das nur noch. Geht hin. Also ich bin komplett sprachlos. Ihr merkt, ich bin da komplett gerade in diesem unstrukturierten Reden. Wie gesagt, ich habe kein Skript. Mach's auf den Kopf. Ich war einfach absolut begeistert von dieser Show. Und für die, die denken, das ist da scheiß kalt drin, weil Winter ist. Also ich saß da im T-Shirt. Ja, also das war gut warm da drin. Und was ich auch cool fand, die haben einen verarscht. Aber ist ja auch wichtig, muss man auch mal erwähnen. Ich wollte auf Toilette. Da stand da Dixie-Klos und ich schon so, oh nee, Alter, komm, wer mag schon Dixie-Klos, ja? Das war eine Verarsche. Du hast die Tür aufgemacht, war bloß ein Tunnel und dahinter war ein Toilettenwagen, irgendwie voll modern, weil so, ihre Toilette hat einen Fernseher eingebaut und
Aber alles so in dem im Stil designt, war echt cool gemacht. Also die scheinen auch ein bisschen Geld zu haben. Aber ich muss auch wieder mal eins sagen, es gab einen Punkt, der mir nicht gefallen hat. Aber das ist den Zuschauern, die keine Techniker sind, scheißegal. Ich hoffe, das beeinträchtigt jetzt nicht die Entscheidung von denen, weil ich will denen nämlich ein Video schicken oder eine Bewerbung schicken, dass ich da vielleicht mal für euch mit der Kamera hinter die Kulissen schauen darf. Ich hoffe, das klappt. Drückt mir die Daumen. Ich will unbedingt hinter die Kulissen schauen, technisch. Das wäre so Hammer, wenn die zusagen. Das wäre... Burner. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, ist, ich hoffe, die hören das jetzt nicht, da hing ein Line Array von Bose. Und ihr wisst, ich halte von Bose im PA-Bereich eigentlich gar nichts. Ich finde, die haben da nichts verloren. Die können es nicht. Es ist alles irgendwie nur Kunststoff. Das Line Array ist am Kampffiltern und am Phasen, habe ich den Eindruck. Also im Vergleich zu Kara Box, die einfach an die Wand. Ikaria wahrscheinlich auch. Bin jetzt kein Riesenfan davon. Bose für zu Hause, voll okay, aber im PA-Bereich finde ich es jetzt nicht so cool. Der Rest, alles krass. Da hingen die neuen super Sharpies drin. Da hingen allgemein, glaube ich, sogar Sharpies drin. Eine komplette C1-Anlage. Das komplette Rig oben war verfahrbar. Ich glaube, die hatten insgesamt auch 8 bis 12 Kettenzüge, die nur für akrobatische und szenische Dinge waren. Also tatsächlich, die Todeskugel wurde nochmal hochgefahren, ja, alles sowas. Das muss ja eine verdammt teure C1-Anlage da oben drin sein. Also da war ich echt beeindruckt. Geil. So, ich will dieses Video auch gar nicht zu lange machen. Ich will euch nur bitte raten, geht zu der Show. Ich werde nicht von denen gesponsert. Kein gar nichts. Ich bin, und das werde ich auch niemals sein. Diese Serie ist komplett von mir aus und ich möchte einfach, dass ihr da hingeht, weil es eine unfassbar gute Show ist. Sie ist unglaublich gut organisiert. Es sind sehr viele Talente, die dort auftreten und die Karten sind verhältnismäßig nicht teuer. Sie sind wirklich bezahlbar und ich finde, man bekommt für dieses Geld eine unfassbar geile Show geboten. Und weil das sogar so gut lief, haben sie es ja verlängert. Die sollten, glaube ich, anfangs nur Anfang Januar hier bleiben, bis Anfang Januar, und sind aber, oder haben es bis 19.02. verlängert. Auf jeden Fall werde ich den Link von der Homepage nochmal in die Videobeschreibung gucken. Das wollte ich sagen und nicht gucken. Ich habe auch Fotos gemacht von der ganzen Veranstaltung, werde sie aber mit Absicht nicht zeigen. Eben, also erstmal wegen Urheberrechte und so weiter. Man darf zwar Fotos machen, aber ich glaube nicht, dass die dafür da sind, um sie jetzt öffentlich ein paar tausend Zuschauern zu zeigen, wenn diese Folge überhaupt zu viel bekommt. Man weiß es ja nicht. Des Weiteren möchte ich aber auch nicht spoilern, weil ich soll es ja selber sehen. Deswegen große Empfehlung, geht dahin, kauft eine Karte, macht es noch bis 19.02. und so weiter und so fort. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich bin durcheinander und... fast vergessen. Ich wollte ja auch mein Line Array-Projekt nochmal zeigen. Habe ich im letzten Video schon mal gezeigt, diese Skizze. So wird es aussehen und ich habe auch schon das Array in Maßstab 1:1 gezeichnet, konnte man bei Twitter sehen und ich habe hier auch schon ein Bild oben angehängt und werde ich jetzt mal das Bild einblenden, wie das Ganze aussieht. So praktisch im Maßstab 1:1, das Modul wird dann ungefähr, warte mal, ich hab das Blatt hier. Das Modul wird dann ungefähr so breit. Ich habe versucht jetzt diese Breite zu halten. 8x1 Zoll mit einer P-Audio Waveguide und Fane. Wie heißt der Treiber? Der Mitteltöner heißt, glaube ich, Fane Souverän 225 oder so. Ich weiß es gar nicht mal ganz genau. So, für die, die fragen, ich habe auch bei Insta schon ein paar Stories manchmal reingemacht und so weiter, wie es gerade um das Line Array Projekt steht. Und ja, keine Sorge, es wird auf jeden Fall, wenn das Ganze wirklich tatsächlich richtig durchgeführt wird, was es zu 90% wird, ein Video darüber erfolgen, wie man das Ganze baut. In mehreren Parts wahrscheinlich, also praktisch der Rohbau, dann die Bestückung, die Einmessung und alles so Blödsinn, wenn wir alles durchführen. Also wir nehmen das Ganze tatsächlich sehr ernst und wollen das Ganze auch flugfähig machen. Wir wissen nur nicht ganz, wie man das mit dem TÜV regeln kann. Da muss ich mal an Stefan fragen, ob der da irgendwie Tipps für mich hat. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es eine mega interessante Sache, ein eigenes Line Array zu bauen. Das ist verdammt cool, finde ich. Und ja, also... Soll dann praktisch ungefähr so aussehen. 2 Doppel-12er, eine Leerkiste als Abstandshalter und dann kann man sie oben rausdecken oder eben fliegen. Jetzt habe ich doch viel zu lange geredet. Ich wollte es eigentlich total kurz fassen, habe ich schon wieder nicht geschafft, siehst du? Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao!